Wir sind back in the cave. Ich bin zwar komplett alleine aktuell unterwegs, da Patrick in London ist. PPOV ist ein bisschen busy. Aber gut, wir sind in the cave wieder, was wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Und heute müssen ein paar Dinge erledigt werden, denn es wird jetzt bald sehr spannend. Die Frage ist natürlich, was muss erledigt werden? Ne? Da kommen wir gleich drauf zu. Kurz möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die sich geändert haben. Also nicht geändert, aber new additions to the cave. Machen wir mal so. Tada! Wir haben jetzt einen schönen Couchtisch. Schöner V8 Motorblock mit einer Glasplatte oben drauf. Einfach ziemlich cool und passt natürlich perfekt hin. Ist jetzt hier schon eine Lounge Area, obwohl hier sonst noch nichts ist. Aber ich finde den echt cool. Als nächstes gibt's noch was Neues in The Cave. Da muss ich ja mal kurz ein riesen Dankeschön aussprechen an 118 Collector. Wie ihr wisst, hier hat er schon unseren AMG GTR gemacht in Mini-Format. Sieht einfach mega geil aus. Mit Kennzeichen, mit Insta-Tags und so weiter und so fort. Echt sehr, sehr cool. Und er wird jetzt unsere ganze Kollektion, werden wir alles ein bisschen zusammen machen, bauen. Jedes Auto werden wir haben von der Collection, schön in Satin Black lackiert von 118 Collector. Und das wird schon ziemlich, ziemlich nice. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, welche Modelle wir bis jetzt haben. Wie gesagt, GTR. Dann haben wir hier unten, Rest in Peace, unseren McLaren 765 LT. Auch schön mit den Kennzeichen wieder, Insta-Tag an der richtigen Stelle. Hier hinten, also echt mega, mega, mega cool. Vor allem die Zeit, die in sowas reingeht, ist echt unfassbar. Und er macht das echt richtig, richtig cool. Dann haben wir hier als nächstes Sykes 12, also unser Bentley Continental GTC Speed. W12 logischerweise. Hier hat er sogar drin den Innenraum gemalt, damit er matcht zum Auto. Von hinten wirklich alles 1:1. Die Teile, die wir Gloss haben, sind Gloss. Hier haben wir Carbon, da haben wir Carbon. Genau wie bei unserem echten Auto. Wirklich sehr, 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 sehr cool. Aber mein persönliches Highlight aktuell ist er hier. Denn wir haben einfach Frank the Tank. Wir haben 1:1 Frank the Tank. Was einfach ultra geil ist. Alles per Hand foliert. Und das sieht einfach so mega aus. Das heißt, unsere kleine Collection an Modellautos wächst gerade. Und selbst wenn man es so sieht, sieht echt cool aus. Hier könnt ihr die vier auch nochmal sehen. Einfach mega, mega, mega cool. Leider sind von den Autos gerade, obwohl Frank ist hier, aber ihn hier gibt es nicht mehr. Er ist nicht da und er ist auch nicht da. Aber gut. Es passiert aber natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und übrigens, sorry, hier, ich weiß, ich habe da so eine Stelle ist zum Kotzen. Aber die kriege ich jetzt leider gerade nicht weg. Die Halle, ja, jetzt wird wirklich was kommen. Also, der nächste Step ist Electricity wird jetzt gemacht. Dann werden die Wände gestrichen, dann kommen Lichter. Das wird alles sehr, 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 sehr zeitnah passieren. Aber als Wichtiges, was machen wir denn heute? Wir werden jetzt gleich Frank the Tank wegparken und dann mit Rambo weiterfahren. Dann holen wir den GTR. Beim GTR müssen die Reifen festgezogen, also die Felge, nicht die Felge, halt die Reifen nach dem Reifenwechsel einmal festgezogen werden, damit da alles passt. Und dann werde ich den wieder zu PPOD bringen und von da an mit dem Ram weiterfahren, die Winterreifen vom GTR mitnehmen, denn die kommen jetzt auch in die Cave. Wir werden alle unsere Reifen, alles in die Cave holen. Und ja, hoffen wir mal, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird, weil ich muss echt noch ein paar Autos waschen, außer STO, der ist echt perfekt sauber geworden. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal die Autos. Ich hoffe, ihr seid alle ready für den Kaltstart, denn wir haben ja beim Ram Remote Start. Deswegen werden wir mal kurz nach hinten gehen, vorbei an AK45. Bitte starten. Oi. Ah, so muss das klingen. Sind ein 6,2 Liter V8 Supercharger, einfach geil. Welcome to Rambo. Also, Ewigkeiten nicht mehr gefahren gefühlt, das Auto, obwohl es echt ein richtig gutes Auto ist. Aber wir sind einfach so viel unterwegs gerade. Klappe machen wir mal auf. So. Okay, geil, einfach geil. Gang rein. Und Rambo hier rauszuholen ist echt nicht immer das Leichteste. Vor allem hier vorne beim Tor ist so ein kleines Stück Metall, das so raussteckt mit so einem Reflektor, dass man da eben nicht gegenfährt. Nur mit dem Ram sieht man das nicht. Das heißt, ich muss ja einmal kurz meinen Kopf so halb rausstecken, damit ich das Ding nicht abfahre. Okay, wo gehen nochmal die ganzen Kameras an?
Weil ich kann eigentlich gut ausparken, aber mit dem Auto ist das nicht immer das Leichteste. Frontkamera. Gut. Ah. Nee, das passt schon mal nicht. Zurück. Wir sehen uns gleich wieder. Also ich drehe jetzt gerade Rhyme noch um, also Rambo. Und wir haben wirklich nicht eine kleine Halle, das ist glaube ich viel zu laut so, aber das Auto, das kann man eigentlich gar nicht mehr Auto nennen, der Bus ist einfach viel zu groß. Na, eigentlich fahre ich ihn immer rückwärts raus, aber ich dachte mir, mit dem Parkplatz da, geht das auch so? Zu zweit vielleicht, alleine nicht. Könnt auch gerne schreiben, dass ich kein Auto fahren kann. Könnte auch gut sein. Aber ich möchte einfach nicht das Risiko eingehen, irgendetwas anzufahren. Das wäre natürlich unnötig. Deswegen drehen wir ihn. Also haben wir ihn umgedreht. Ha! Ich sag's euch, wie es ist. Na, einfach kompletter Profi hier am Arbeiten. Wir sind jetzt seit etwa 10 Minuten on the road. Mit diesem Schiff hier. Also es ist echt lustig, wenn man das Auto, ich glaube, vor 4 Wochen wurde er das letzte Mal bewegt. Als das Boden fertig war. Oder 6 Wochen? Ich weiß gar nicht, die Zeit fliegt aktuell echt extremst. Wenn jetzt wieder hier so drin sitzt, es ist einfach groß. Also man kann es sich so vorstellen, von der Breite mit ausgefahrenen Spiegeln ist der TRX so breit wie der Trailer von Huck. Also es ist echt ein Viech. Es ist ein riesen, riesen Monster. Aber das Geilste ist natürlich, man kann hinten, der Knopf war doch nochmal, der hier, ihr seht, das Fenster aufmachen, damit man eben diesen wunderschönen V8-Sound hört mit der Grail-Anlage, die hier drin wirklich, also muss man einmal kurz sagen, Grail, was die an Sound aus dem Auto rausholen, absolut krank, einfach krank. Und jetzt nur leicht. Es ist so geil, weil es hört sich nicht legal an, aber es ist 100% legal. Geil, einfach saugeil. Das Fenster kannst du die ganze Zeit offen haben, weil es stört mich. Es ist so weit hinten, du hörst nicht mal wirklich Wind als Fahrer. Was natürlich auch ein Nachteil ist, weil wenn das Fenster zu ist, hörst du relativ nichts. Das Teil ist einfach so unglaublich lang. Wir sehen uns gleich beim AMG GTR. Das lief jetzt wie immer super mit Reifenhülse. Also falls ihr in der Nähe Tegernsee seid und Reifen braucht oder wechseln müsst, könnt ihr mal hier vorbeischauen. Jetzt aber muss der GTR getankt werden und gewaschen werden. Wir kommen beim Waschpark. Jetzt wird der GTR erstmal gewaschen. Automatische Wäsche ist mit dem Auto wirklich gar kein Problem. Vor allem durch das PPF und hier ist alles super soft. Hier steht er jetzt auch perfekt drinnen. Oh, nicht mehr so viel Platz da. Auch nicht mehr so viel Platz da. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt wird da mal schön gewaschen. Ganz easy. Einfach jetzt Start drücken. Fahren die Tore gleich runter. Und der wird schön gewaschen. Und der GTR ist jetzt komplett sauber. Man kann sagen, was man will. Ist mir egal, was jemand sagt. Ich finde, es ist einfach eins der schönsten Autos von der aktuellen Zeit. Zeitlos, elegant und sieht einfach wirklich toll aus. Klar, ein paar kleine Wassertropfen hat man hier und da. Ganz normal, aber hier oben das Carbon. Oh, einfach alles picobello sauber. So ein geiles Auto. Ich werde ihn jetzt noch einmal kurz aussaugen und dann bringen wir ihn zu Mr. PPOV, weil PPOV wird den Truck nehmen. Fahren wir später auch noch mal hin. Und den zum TÜV sozusagen bringen, den Trailer. Und von da fährt er dann mit dem GTR weiter. Picobello sauber steht er jetzt wieder hier. Und daneben jetzt auch der Bentley. Eigentlich eine ziemlich geile Two-Car-Garage, die beiden. Muss man schon sagen. So schnell geht's und wir sind wieder in Rambo und ich fahre hier gerade durch so ein kleines Städtchen, Dörfchen. Ist schon groß. Also parken will ich jetzt hier eigentlich nirgends. Das Gute ist, wir fahren jetzt nochmal zu Reifenhösel. Nehmen die Winterreifen vom AMG GTR mit. Denn wie gesagt, wir werden alle unsere Reifen zu uns in the Cave holen. Dafür haben wir bald eine coole Lösung, wie die ganzen Sachen dann stehen werden. Ich werde nachher auch einmal kurz hier mein Lieblingsfenster gleich komplett aufmachen, dass ich das in Timelapse machen kann, wie wir die Reifen verladen, weil sonst ist das ein bisschen schwer mit dem Film. Habe ich hinter meinem Sitz habe ich hier 10 Liter AdBlue, haben wir gekauft bei der Shell Station Dietz.
Die müssen nämlich gleich in Hug the Truck rein. Den Schlüssel habe ich hier. Das werden wir gleich noch erledigen. Und dann geht es erstmal wieder Richtung Cave. Erstmal Prüsterchen, ne? Jetzt sind wir erstmal bei Reifenhülse. Ja, jetzt werde ich erstmal leider den ganzen Platz hier klauen. Und hier fährt noch gerade ein anderes Auto hoch. Das wird ganz schön eng jetzt. So. Mit Rambo ist das jetzt nicht das größte Problem. Hier können wir rüber. Wenn er mal hier ein bisschen Platz machen würde. Ja, so. So bleiben wir jetzt kurz und holen die Reifen. Gut, lief alles reibungslos. Und jetzt hinten auf Rambo die Reifen. Das ist alles so klein mit dem Auto. Da muss ich jetzt halt warten. Kennt ihr das, wenn man irgendwo rausfährt und keiner einen rauslässt? Ich hasse das. Das Gute ist, mit Ram ist mir jetzt relativ egal mittlerweile. Wenn ich rausfahre, müssen die Leute Platz machen, weil das hier einfach ein Schiff ist. Aber gut, off to Hug the Truck. Bisschen andere Point of View, wie wir sehen können. Wir sind jetzt bei... Ah, guck mal, hier kann man so ein bisschen Offroad fahren. Ja. Hier haben wir Hucky. Schöner Hug. Es ist auch immer noch für uns wirklich sehr surreal, auf dieses Teil hier dazu zu fahren und zu wissen, ja, ist unser. Erstmal schnell AdBlue rein. Ausschließen. Rein da. Ah, und die Schlüssel zum Tanken. Und noch ein Update. Wir haben übrigens neue Tankdeckel jetzt, nachdem uns die anderen aufgebrochen worden sind. AdBlue-Deckel ist offen. Oh, jetzt nehme ich hier die 10 Liter raus. Diesen Schlauch daran schrauben. Und dann rein damit. Dafür lege ich euch aber weg, weil das Zeug möchte ich echt nicht auf die Hände bekommen. Hacki hat wieder AdBlue. Ah, sehr schön. Jetzt geht's erstmal in die Cave. Back in the Cave. Jetzt müssen wir hier erstmal noch die ganzen anderen Reifen. Und falls jemand denkt, dass ich den Müll einfach irgendwo hingestellt habe. Nein, den habe ich natürlich mitgenommen. Denn sowas macht man nicht. Zack. Und jetzt geht das Ding auf einen der Stapel. Wie ihr gesehen habt, alles ist ausgeladen. Ich habe gerade nochmal schnell die McLarens angeschlossen. Jetzt verlassen wir The Cave. Rambo steht jetzt da. Und wir nehmen heute mal wieder den A45. Ewigkeiten nicht mehr gefahren, das Teil. Jetzt bin ich auch gleich bei der Autowaschanlage. Falls ihr euch fragt, was ich noch so gemacht habe. Ich habe Schrauben besorgt. Braucht man immer mal zwischendurch. Jetzt fahren wir aber in die automatische Wäsche mit dem A45S. Und gerade eigentlich ganz lustig, nur mal so. 50er Zone. Da war Polizei. Und die Polizei, kein Blaulicht oder so, hat schön mit 80 überholt. Ist auch so weitergefahren. Dachte ich mir auch nur so, ja, läuft bei denen. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht hatten die irgendwas zu tun, dass sie das durften. Aber sonst wird ja eigentlich Blaulicht sein oder immerhin irgendwas auf dem Polizeiauto stehen. So, das passt. Und AK45 ist gewaschen. Das Coole ist, hier alles tippitoppi immer. Deswegen muss man nicht mal gucken gehen, weil es jedes Mal perfekt ist. Ein schönes, sauberes Auto jetzt dabei. Natürlich super ist und genau jetzt fängt es an zu regnen. Also manchmal fühlt man sich auch echt ein bisschen verarscht. Und sonst, wie kann ich euch heute noch mitnehmen? Ich glaube relativ gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil wir haben ja schon ein paar Sachen besprochen hier. Wir haben zusammen 5 Minuten gefühlt gebraucht, um den Ram aus der Halle zu holen. Was jetzt passiert, wisst ihr. Es kommen jetzt sehr geile Projekte. Also richtig geile Projekte kommen bald. Deswegen würde ich mal sagen, beenden wir hier sogar das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video, an diesem Tag. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao. I'ma make a better way. Hey, 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 nigga, catch a break.